Benutze das Lieferterminal in Lake Nod City. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Sam, zur Erinnerung. Dein aktuelles Ziel besteht darin, das chirale Netzwerk von Lake Nod City nach South Nod City auszuweiten. Dafür wirst du Prepper-Bunker als Wegposten nutzen müssen. Und das wird nicht einfach. Fragile hat versucht, einige an Bord zu holen. Aber du kennst die Prepper. Es sind einige, die nichts mit den UCA zu schaffen haben wollen. Also müssen sie begreifen, dass sie von uns profitieren können. Finde heraus, was sie brauchen und was wir haben. Dann liefere es. Wenn du das tust, stoßen sie vielleicht zu uns. Alles klar. An die Arbeit. Am Terminal findest du die Aufträge. Ein leerer Behälter, der mit falscher ID gekennzeichnet ist. Ein Frachtköder. Damit könnte man Leute täuschen, die es auf Lieferungen anderer Leute abgesehen haben.
Auftrag zugewiesen. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Durchquerst Mule-Territorium. Beweg dich schnell und leise, denn wenn sie dich sehen, dich kriegen. Kaum zu glauben, dass ihre Eltern Boten waren wie du, die Leib und Leben riskiert haben, um unser Land zusammenzuhalten. Und jetzt führen ihre missratenen Kinder ihr Werk fort, ohne dessen frühere Bedeutung zu verstehen. Für sie ist die Auslieferung ein Ritual, eine unstillbare Sucht. Und ihre nächste Dosis holen sie sich bei dir. Eine angenehme Reise. Waffeneinschränkung aufgehoben. Die erste Expedition hat ein Straßenbaugerät zurückgelassen, aber das alleine reicht nicht aus.
Fortress ID wird gescannt. Fragile Express ID verifiziert. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Fracht geprüft. Vielen Dank. Wird geliefert. Danke. Sam Bridges, richtig? Ich habe von dir gehört. Du ziehst durchs Land und versuchst, Menschen zu verbinden. Ich weiß die Lieferung zu schätzen. Echt. Die Zeiten ohne Lieferung von Fragile Express waren hart. Lass mich die Fracht ansehen. Ha. Wow. Du hast echt gut darauf aufgepasst. Ich gebe Bridges Bescheid, wie die Tests laufen. Danke nochmal. Du musst da etwas wissen. Es geht um Fragile. Vielleicht hast du gehört, dass sie Terroristen unterstützt hat. Dass ihr egal war, wer verletzt wurde. Aber das ist Schwachsinn, sage ich dir. Sie und ihre Leute haben ihr Leben riskiert, um uns zu überliefern. Sie ist durch und durch eine Heldin. Hör mal, ich wurde in diesem Bunker geboren. Ich kenne nur die Welt innerhalb dieser Mauern. Wenn die Leute also über Amerika reden, was soll ich mir darunter vorstellen? Aber vielleicht bringt mich dieser Cupid Amerika ja näher. Also ja, ich will den UCR beitreten. Ich will sehen, was ich verpasst habe. Und damit ist mein 3D-Drucker ab sofort auch ein Chirala-Drucker. Wenn sie funktioniert, sollte die Evo-Devo-Einheit alle möglichen archivierten Gegenstände drucken können. Wir können Amerika Schritt für Schritt wieder aufbauen. Bis dahin kann ich mir im Netzwerk ansehen, was in den Städten los ist und Mule- und Terroraktivitäten verfolgen. Es ist, als ob du mir in diesem Paket die Welt geliefert hättest. Vielen Dank, Sam. Lass uns wieder Geschäfte machen. Oh, stimmt. Ich hab da was Kleines. Könntest du das mal auf Herz und Nieren testen? Eine selbstentwickelte Hilfseinheit. In den Simulationen läuft sie einwandfrei, aber sie muss im Feld getestet werden. Und wenn sie dir das Leben leichter macht, umso besser. Sam, Aktivskelette legt man an den Beinen an. Sie verbessern die körperlichen Fähigkeiten. Was du da hast, ist ein tragendes AS, das deine Gelenke unterstützen soll. Es ist immer hilfreich, ein AS zu tragen, aber du kannst es auch boosten, um es auszureizen. Geh mal ein paar Schritte damit. Du wirst nicht enttäuscht sein. Herzlichen Dank. Komm bald wieder. Gute Arbeit.
Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du. Gut, einen Prepper-Wegposten hätten wir. Noch zwei. Auf Wiedersehen. Waffeneinschränkung aufgehoben. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Waffeneinschränkung.